weil bis wir durch sind, haben wir dann vielleicht wieder nochmal neue Leute, die mitspielen wollen. In diesem Das kann Sinne, sein. auf geht's. Let's go. So, Ich Red, muss. hast du dir auch schon was ausgedacht? Bin gerade dabei. Ist gerade dabei, jawohl. Ich überlege mir auch was. Ups. Einer Einschreibfehler. Nein. Doch. Ich hab mal was, weil jetzt EM ist, habe ich mal was Passendes gemacht. Schauen wir mal, was das wird. Was? Oh, okay. Jetzt muss ich jetzt mal googeln, was ist. Ach, das stimmt. Das sind die. Natürlich. Ach du Schande, wie soll ich die denn jetzt malen? Das wird doch keiner erkennen. Ich das jetzt versuche zu zeichnen. Du, 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 Bin du, auch schon du, die du, ganze du, du, du. Zeit fertig gedrückt. Dann warten wir mal. Ach du Schreck. Muss reichen.
Ich habe gehört, dass einige neue Farben dazu kommen sollen. Ja, Was für Nutzen, was für Mods-Nutzer nichts Neues ist. Die dann eh schon eine Farm hatten. oh Mann, ey, das ist so umständlich. Das wird niemand jemals rauskriegen, was ich hier gerade mache. Na, wir Ich werden es habe auch ja nicht ganz sehen. verstanden, was ich jetzt gekriegt habe, was die Person von mir wollte. Wir werden es sehen. Spätestens in der Auswertung. Ja, ich meine, ich konnte meins schon nicht zeichnen. Wie soll das weiter interpretiert werden? Wir haben jetzt ein Roadmap rausgehauen von Among Us. Soll auch dann irgendwann, also nicht bald, sondern irgendwann in weiter Zukunft dann in der nächste Map rauskommen. Ist auch schon Ja. angekündigt. Ja, das wird wahrscheinlich auch Map Nummer wieder 5. sehr lange dauern. Aber auch ein Spielmodus soll kommen. Wahrscheinlich auch in Richtung Stickman wahrscheinlich angelehnt. Jawohl. Hey Vivian, grüß dich! Vermute Und ich mal. Caroline Maitre, grüß dich. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe gerade. Jetzt wird die Zeit langsam knapp. Das müsste ich mal beeilen. Wird verwirrend. Die werden aber auch bei dem normalen Among Us auch Rollen reintun. Neue Rollen. Hurra. Ja, das ist glaube ich das einzig Sinnvolle, wenn sie das normale Among Us mit Roll erweitern. Ach du Schande. Was bin ich da sehend? Okay, cool. Was bin ich sehend? Glaube, das hab ich easy raus beschrieben. Was ich gezeigt, eventuell hast du das gekriegt, was ich bekommen habe. Also, meine Beschreibung war einfach das Seltsamste der Welt. Servus Anubis, grüß dich. Wir sind gleich fertig mit der Runde. Ich glaube, wir machen danach auch einfach noch eine. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Oh, okay. What? Okay, da habe ich eine Idee, wie ich das zeichne. Da fehlt wieder die Hälfte, okay. Mal. Okay, mehr mache ich nicht. Das muss reichen. Hey Vivian! Hier ist Greg, ob du auch einen Link kriegst, ja klar. Ich frage dann rum, wenn die Runde rum ist, ob dann alle noch da sind, wer noch alles mitmachen will, wie immer. Also ich bin mal gespannt, was am Anfang die Ideen waren bei einigen Sachen. Ich habe keine Ahnung, ja, was hier für Beschreibungen drin sind. Ich habe mir jetzt auch Mühe gegeben, noch die letzte Dings zu zeichnen, aber. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ich würde so gern wissen, was eine Person nach mir daraus zeichnet. Oder daraus macht oder das beschreibt. Das wäre auf alle Fälle sehr Es interessant ist leider die gewesen. letzte Runde, deswegen wird Ja. daraus nichts mehr. Das wäre so interessant.
Weil ich wüsste nicht, was ich beschreiben soll, wenn ich es sehen würde, was hier passiert. Ich wusste nicht, wie ich es malen soll, was ich lesen sollte. Ja. Okay, jetzt schauen wir doch mal, was rausgekommen ist. Der Liz hat sich was ausgedacht, nämlich ein Donut zu Halloween. Oh. Ach, das war der Donut. Okay, interessant. Halloween-Donut, schau an. Ich wollte den Halloween-Donut im Wald. Ah, okay. Oh, auf Lona, wie geil ist das bitte? Was, Alter, wieso Red? Red ist eine Monster-Donut. Wieso denn Red? Wo siehst du denn da Red? Ja, das ist das wegen dem Umhang hier, das ist doch hier Red in Among Us, der doch mal so einen runden Umhang und so, das ist ja logisch. Okay. Das muss ja Red sein. Das hat Red doch keinen Umhang an? Ja, aber ist halt rot. Das ist eindeutig Monster-Donut. Halt also von Red hat das nichts, das hat mit Red hat das exakt nichts zu tun, aber okay. Es war halt rot, das ist halt. Jawohl. Aber es ist mega gut geworden auf Lona, ey, alter Verwalter, richtig nice. Habe ich es gespeichert? Ja, ich habe es gespeichert. Professor Klabauterbach mahnt und warnt vor der 17. Welle. Ach, das ist der! Ah, ja, natürlich. Ich wusste nicht, wer das ist. Wir müssen mal drüber reden. Ich wusste nicht, was ich... Achtung, wer hätte gedacht, bald 17... Wie soll ich das denn malen? Habe ich eine Welle gemalt, habe ich dann so ein bisschen versucht. Ich wusste nicht, wie ich den Typen malen soll. Mit Wirbeln einer 17. Welle. Ja, das war... Okay. Bald 70. Welle, sagt der Prof. Okay, ja, dass es um Covid geht, das hast du dir wahrscheinlich nicht unbedingt gedacht. Wie soll ich denn Welle malen? Das ist außer wenn ich das ausdrücke. Ja, okay, ja. Aber du hast doch links oben hast du doch ein Covid-Dings hingemalt. Ja. Achso, ja, gut, okay, aber es ist schwer. Es ist definitiv schwer. Hm. Genau. Ich hab versucht so möglich. Mann. Ich hab den aber Typen hat natürlich sein Bestes versucht. Bei mir kam das Schaf jetzt nicht anders, es wurde dann 2S. Das heißt, bei mir stand Covid 1SS, greift Menschen im Wasser mit Wirbeln einer X17. Hm. Auch schön. So, was soll ich denn bitte machen aus Covid SS, greift Menschen im Wasser mit Wirbeln einer X17 an? Hm. Wie geil war das denn bitte? Ja, gut, Covid so, okay. Kann man sich jetzt raten, das ist jetzt. Ja. Das war mega wild, ey. Aber echt witzig. Aber dafür ist, weil Red ist der Professor super. Ich hätte ihn erkannt. Ich wusste nicht, wie er heißt, aber ich hätte ihn erkannt, ja. Boah, gut. Aber auch, weil ich... Liz für deinen Schatz ist am Strand. Yay! Ich hab extra sein Markenzeichen, die Fliege, mit reingenommen. Weil jawohl. Lieber Chat, können wir alle mal die Lizzie feiern? Die hat jetzt gerade für 34 Monate geresubbt. Im 34. Monat. Alter Verwalter. Der Hungers. Sehr schön. Liz wieder den Schatzkind ist dran. Oh, Avlona hat das wieder so top gemalt. Oh, sogar mit ausgebuddelt auch. Oh! Yep. Prall gefüllte Schatztür am Strand. Mega nice. Sehr hübsch. Super geil. Ich hatte beinahe einen Schreibfehler gemacht mit keine Schatzkiste. Wo ich da dachte, oh, da war ein K zu viel. Das wäre auch geil. Liz findet keine, wäre aber auch interessant. Leute, wir kennen uns seit über 3 Jahren, Liz. Lizzie, das ist absolut richtig. Harry joined Timon und Pumba. Ja, Timon und Pumba halt. Ich hab's versucht. Hinten die Königsfelsen noch so ein bisschen mit der Sonne und das. Ja. Okay, das war verwirrend, was ich jetzt bekomme. Ich wusste nicht, was ich zeichnen sollte. Das war einfach nur mega weird. Harry joined Timon und Pumba. Okay, Timon und Pumba sehe ich. König der Löwen, kenne ich da links auch. Ja. Gut, Harry ist sehr, sehr, und vor allem Josa hilft natürlich nirgends. Oh Mann, okay. Ja, wegen einem Josa und so, gut. Ja, ich muss mit Metas Beschreibung arbeiten. Ein Bär sitzt auf dem anderen, ein Mörder schreit, Josa und E. Ja, wo kommt das E her? Ja, er wollte wahrscheinlich noch was dazu schreiben. Er wollte wahrscheinlich noch mehr schreiben, ja. Okay. Das heißt, habe ich einen Mörder gesucht. Mörder gesucht gemacht, damit klar ist, dass der Typ, der das ist, ein Mörder ist, der schreit. Und ein Bär sitzt auf dem anderen und ich denke mir, hä? Verwirrtes Gewaltopfer beschuldigt unschuldigen Pedobär.
Verwirrtes Gewaltopfer. Seltsam. Alter, Walter, und der Red einfach nur so, was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? Vor allem das Beste ist, du hast Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das habe ich genau das gleiche, habe ich auch über den Bär auch gemacht, aber ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ja, das ist doch das Perfekte für verwirrt. Also dachte ich. Ja. So gut, ey. Pumper ging nicht mehr durch, genau. Puh! Tigger schießt ein Tor am Fußball, Pikachu gönnt nicht. Ja, sehr schön. Aber das ging kam auch einfach mir an. Jetzt kam bei mir auch Mende noch an. Ah. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Ich wollte nicht gönnen, Pikachu unbedingt sehen. Ist nichts draus geworden. Ich hab extra Katze geschrieben. Siehst du, da ist der Tigger draus geworden auch, ja? Also von Tigger und Pumba. Tigger und Pumba! Tigger und Pumba. Wäre eine neue Serie. Kennt ihr nicht jeder die Serie, mit der ihr aufgewachsen seid? Tigger und Pumba. Wäre eine gute Idee für eine neue Serie. Super, ja. Das ist das Crossover, das wir alle uns gewünscht haben. Tigger und Pumba. Fucking hell. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. Ich glaube, es wird spätless. Es wird spätless. Ja, schauen wir mal, was sich Meta ausgedacht hat. Ich dachte, mit Tigger wäre einer mit deiner Katze gemeint. Ja, natürlich, aber du kannst natürlich auch Tigger zeichnen. Ja, das ist ein Meta. Du kannst Tigger zeichnen. Ja. Er hat meinen Witz aufgegriffen. Ja, das genau. Das ist ein Meta groß. Ich wusste nicht, was ich da zeichnen sollte. Ich bekomme so. Super. Ja. Das ist doch ja auch ein bisschen zu klein. Das ist auch gut, das ist nicht schlecht. Das ist geschickt, das ist gut. Oh Mann, ey. Die Story ist ein Meter groß, ey. Immer gedacht, was zur Hölle. Ich habe erst einen Meter hingeschrieben, dann so, oh fuck, ich muss das Meter machen. Ja. Beim Niveau-Limbo, Calavera, ja? Ja, schon klar. Sehr schön. Ist das die Devolution beim letzten Bild vom Zwerge gewesen? Vielleicht, ja, vielleicht.